Ja, hallo Leute. Heute mache ich mal ein Tutorial dazu, wie man eine Rolltreppe baut. Naja, was heißt Rolltreppe? Eher eine Treppe, von der man halt nach oben getrieben wird. Und ihr habt schon gehört, man wird getrieben. Das heißt, man braucht Wasser. Cheate ich mir mal. Oder am besten einen Wassereimer. So. Und was man noch braucht, sind diese Platten. Also diese Slabs. Ich nehme jetzt einfach mal Holzplatten. Ja, und vielleicht, um es sich einfacher zu machen, kann man auch noch normale ja, Bretter von diesen Platten nehmen. Also in dem Fall Holzbretter. Naja, okay. Dann fange ich einfach mal an. Also erstmal Boden. So, und erstmal kann man hier ganz einfach so eine Treppe bauen. Upsala. So und so und so und so. Na, Moment. So, ich denke erstmal, das wird schicken. Da noch eine Platte und da eine drauf. So. Und jetzt muss man Wände machen. Also das Wasser soll immer genau 2 weit fließen. Das heißt, hier vorne muss die Wand anfangen. So. Und dann so. So, hier fängt dann neues Wasser an, also muss die Wand. Also hier setzt man dann neues Wasser drauf. Also muss die Wand hier anfangen. Und so geht das dann halt immer so weiter. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Zack, und man fällt runter. Ja, okay. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, genau. Moment, einen Moment. Oh nein, so nicht. So. So, hier müsste jetzt auch noch irgendwas. Und so und so und weiß ich. Upsala. Ja. Genau. Und dann hat sich die Sache. Da kann man auch nicht mehr durchgucken. Naja, naja, doch. Hier. Aber das ist ja eigentlich nicht so wichtig. Ich mach's jetzt einfach mal, weil ihr es seid. Na. So. Okay, und jetzt braucht ihr Schilder. Moment, Schilder. Ach, ich bin es gewohnt, hier zu suchen, weil das auf dem Server mit too many items nicht geht. Deswegen hole ich hier einfach mal ein paar Schilder. So, dann müsst ihr jetzt gucken, dass das Wasser immer genau 2 weit fließen kann. Also das heißt, über Wooden Slabs oder über die anderen Slabs auch, fließt es ja nicht direkt drauf, sondern da ist dann immer noch ein halber Block Platz. Deswegen könnt ihr sagen, das Wasser fließt bis hierhin und fängt hier an. Also müsst ihr hier ein Schild hin machen. Ja, dann kann das Wasser hier nicht wegfließen. Und dann seht ihr, wenn ihr hier jetzt Wasser hinsetzt, dass das genau bis dahin fließt. So, jetzt müsst ihr hier Wasser hinsetzen, aber damit es nicht so wie jetzt nach hinten fließt, müsst ihr natürlich wieder ein Schild hin machen. So. Und dann fließt es wieder in die Richtung. Und so macht ihr das jetzt immer. Also das Schild immer genau da anbringen, wo die Ecke ist. Die Schilder sind immer 2 Blöcke weit, also einen Block voneinander entfernt. Einen Block oder beziehungsweise 2 Blöcke nach rechts und einen nach unten. So. Und dann setzt ihr halt hier vor die Schilder immer schön Wasser. So, hier hinten kann man dann schön runterfallen. Ja, das macht ja auch mal Spaß. Da kann man auch die ganzen Seeds und so aufsammeln. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Was ist denn das hier? Ach so, ja, da ist jetzt eigentlich kein Wasser draußen, sondern das ist einfach nur so ein Fehler, weil das Wasser ja immer so schön fließt. Und so. Ja, okay. Und jetzt, das war's eigentlich auch schon. Jetzt kann man sich einfach reinstellen und wird nach oben getrieben. Also wie gesagt, ich mache jetzt einfach nichts. Ich werde einfach nach oben getrieben und dann falle ich halt runter. Ja, genau. Und das Ganze geht natürlich auch nach unten. Dafür mache ich jetzt einfach mal das Wasser wieder weg. Also da könnt ihr alles gleich lassen, bis auf das Wasser. Und zwar bei dem Wasser müsst ihr jetzt, da mache ich hier auch mal ein Schild hin, damit das, oder beziehungsweise einfach so ein Teil und so ein Teil. Und so ein Teil, und so ein Teil, und so ein Teil. Ja, so. Damit das Wasser nicht sonst wohin fließt.
Naja, so. Auf jeden Fall macht ihr jetzt halt einfach hier oben Wasser rein. Dann muss es auch wieder zwei Blöcke weit fließen und wie man jetzt ganz deutlich sieht, hier bei dieser Stufe ist jetzt kein Wasser unten. Deswegen, upsala, so ist es richtig. Und jetzt müsste man halt immer hier unter die Schilder Wasser setzen. So, und da unter das Schild und da unter das Schild. So, und dann hat man schon einen mit Rolltreppe, die nach unten führt. Auch wieder, ich mache nichts und ich werde trotzdem nach unten getrieben. Ja, das Ganze geht auch um die Ecke. Dazu, das zeige ich jetzt auch mal schnell. Dazu mache ich hier einfach wieder das Wasser weg. Zack, 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 bumm. Klappe zu, Affe tot. Ja, so, und dann muss man halt hier irgendwie mittendrin einfach irgendwas rausreißen. Damit man irgendwie um die Ecke kann. Und hier das auch weg. Zack, zack, zack. Das mache ich dann später noch weg, weil das ist ja unsere Let's Show-Welt. So, und dann baut man hier halt einfach um die Ecke rum. Nein, nicht mit Wasser. So, und dann zack. Sacrebleu. Naja, egal. Das wird erstmal reichen. Und da dann genauso. Upsala. Ja, so. Okay. So, dass halt das Wasser nicht weg kann. So und zack und bumm und so. Und ich habe noch nicht gesagt, dass es Wasser kommen soll. Naja, auf jeden Fall muss man jetzt auch hier drauf aufpassen, weil jetzt ja, wenn man jetzt hier Wasser hinsetzt und da Wasser hinsetzt und dann da Wasser hinsetzt, dann fließt es ja bis hier hin. Und dann muss man genau hier, Moment, dann setzt man einfach hier einen Block hin oder setzt halt da einen Block hin und bringt dann entweder hier oder halt da das Schild an. Ich bringe es mal hier an, damit das Wasser halt nicht wieder zurückfließt. Und so, oh nein, ein Schild, so und, nee, Moment. So, es muss ja immer genau da sein, wo das Wasser aufhört. Also so. Und dann könnt ihr hier auch wieder was da draufsetzen. Zack. Ja, okay. Das sollte jetzt nicht so sein. Irgendwie. Moment, das behebe ich mal kurz, das Problem. Ich wollte jetzt eigentlich, dass man wieder runterfällt. Aber wie das Wasser ja so ist, kann man es nicht bestimmen. Was ich ziemlich blöd finde. So. Naja, egal. Auf jeden Fall wird man jetzt halt hier getrieben, getrieben, getrieben. Man kann es treiben, getrieben. Und hier muss man dann leider ein bisschen Anschwung geben. Aber sonst geht das eigentlich ziemlich gut. Also beim Runterlaufen geht das dann. Ja, das kann ich ja auch nochmal zeigen. Oder ach, weißt du was? Das zeige ich jetzt nicht. Das kannst du oder könnt ihr ja einfach mal selber austesten. Ja, und das war auch schon unsere wunderschöne Rolltreppe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.